Hallo, hallo. Hier ist ein neues Reaction-Video. Ich habe gerade gesehen, dass Katja Krasavice ein neues Video hochgeladen hat. Ich kenne es noch nicht. Ich schaue es mir jetzt gleich mal an und werde sozusagen eins zu eins wiedergeben, was ich davon halte. Nach dem Intro geht es los. Ja, ich werde auf das Video reagieren. OMG, mein erster, in Klammern von 6, krasser Boss-Bitch-Box-Inhalt. Ich bin gespannt, was es da so zu erzählen gibt. Ich werde mir hier die Stöpsel ins Ohr tun und ab dafür. Ja, das ist hier diese Box. Hi Leute, ich sitze hier Schon der erste Satz, ich sitze hier so geil am Pool. Kann man nicht einfach so am Pool sitzen? Egal. zu meiner zweiten Single von meinem Album Boss Bitch. Und ihr wisst ja, zu meinem Album gibt es eine Box dazu und in der Box gibt es Inhalte. Ich habe nicht. In der Box gibt es Inhalte, das ist schon mal ein Knaller. Aber ja, sie hat ja recht. Ein oder zwei geile Inhalte, sondern sechs Inhalte. Ich habe die Box voll bepackt. Sechs Inhalte. Warum sechs? Warum nicht fünf? Warum nicht sieben? Sechs Inhalte. Ich verdiene damit einfach kein Geld. Ihr Nein. macht mich fucking broke, aber Hauptsache ihr habt Sie macht sich fucking broke. einen geilen Inhalt, weil ich will euch was zurückgeben. Ihr unterstützt mich so krass. Wir sind ohne Inhalt so weit oben. Aber jetzt baller ich endlich den Inhalt raus. Und ich mache das jetzt zwischen meinem Video. Die hat Schuhe an. Im Pool hat sie Schuhe an. Habt ihr das gesehen? Hier, pass auf. Wenn sie die Beine hier übereinander schlägt. Moment, sieht man's? Endlich den Inhalt raus. Und ich mache das jetzt zwischen meinem Videodreh, obwohl ich gar keine Lustig. Zeit habe. Irgendwo im Hintergrund piept mein Handy, klingelt kurz. Warte kurz. Ja, hallo? Ist natürlich kein Handy, das ist mein Boxinhalt. Das ist eine Rubbelkarte, weil ich stehe jetzt so sehr auf Rubbeln und ihr auch. Und das ist kein normales iPhone, das ist ein Boss-Bitch-Phone mit keinem Apfel, sondern Pfirsich, weil er ist und so. Und wenn ihr das frei rubbelt, ist es ein Code. Und dann geht ihr auf eine Seite und gebt den ein. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, das ist nur ein Gewinnspiel, bla bla bla, man kann wieder meine Nummer gewinnen. Aber nein, ich würde ja eigentlich meine Nummer einfach weiter verlosen. Ich fand das voll nice, euch zu schreiben, euch geile Bilder und Videos zu schicken. Ihr fandet es ja auch sehr geil. Aber ich habe rausgefunden und mir wurde gesagt, dass ich das nicht mehr darf, weil es ist gegen die Charts, gegen die Regelung. Man darf keine Gewinnspiele mehr machen. Ich war richtig angepisst und dachte mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Weil ich hatte schon fünf krasse Inhalte, übelst teuer vor allem. Ich habe einfach keine Möglichkeit gehabt, was reinzumachen. Dachte ich mir, okay, mache ich jetzt ein Handy rein. Ging nicht. Dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf und jetzt kommt's. Jeder von euch, der die Box kauft, kriegt meine Handynummer. Man muss einfach hier frei rubbeln und dann in der Internetseite den Code eingeben und dann habt ihr meine Nummer. Also, man muss. Also, man muss diesen Code freirubbeln von dieser Rubbelkarte, die aussieht wie ein Handy. Und dann muss man mit diesem Code muss man auf eine Internetseite gehen. Auf dieser Internetseite muss man wahrscheinlich seine kompletten Daten abgeben. Und dort kriegt man dann ihre Handynummer. Einfach nur meine Box holen und das ist der erste Inhalt. Jeder von euch, jeder, der sich die Box holt, bekommt meine Handynummer und dann können wir telefonieren, schreiben und ich kann euch Sachen schicken und so weiter. Das ist der erste Boxinhalt. Es sind noch viel krassere, aber ich wollte euch das als erstes zeigen, weil das Problem jetzt vor ein paar Wochen erst kam mit den ganzen Sachen, dass man keine Gewinnspiele machen kann. Ich wollte es unbedingt weitermachen, aber so ist es besser und das ist das letzte Mal, dass ich meine Nummer rausgebe. Und dann ist vorbei. Na Deswegen logisch. gönnt euch die Box ganz schnell, bevor sie weg ist. Es sind schon so viele weg, obwohl ich den Inhalt nicht gezeigt habe. Ihr habt ja gesehen, ich war die ganze Zeit Topseller. Danke an euch alle. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Danke, dass ihr mich unterstützt. Und ich hoffe, euch gefällt der allererste Inhalt. Und bald kommt das Video zu meiner zweiten Single von meinem Album Boss Bitch. Und bald kommen auch die nächsten Inhalte. Zu meiner zweiten Single, ja. Bekannt und ihr werdet abgehen, weil die nächsten Inhalte abgefahren. Das ist der erste Inhalt. Und
ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gönnt euch die Box, wenn sie weg Schuhe. Ist, dann ist es spät. Und ich liebe euch, bis dann. Das ist schön, das ist super. Hat sie gut gemacht. Ich habe es nicht verstanden, was jetzt daran so super ist, weil es ist klar, dass das nicht ihre Nummer ist. Oder? Ist es ihre Nummer? Wäre mal interessant, ne? Also, jeder, der das jetzt ausprobiert oder ausprobiert hat und ihre Nummer hat, der sollte mir vielleicht in die Kommentare reinschreiben, ob er die Nummer gekriegt hat, ob es geklappt hat. Ich bin echt gespannt. Naja, das war mein Reaction-Video auf das Video von Katja Krassavitze. OMG, wie heißt er mal? OMG, mein erster von 6 krasser Boss-Bitch-Inhalt. Mein erster krasser Boss-Bitch-Box-Inhalt. Boah, Zungenbrecher. Naja, wir gucken mal, was draus wird. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal. Den Kanal könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt es auch lassen. Wir sehen uns.